Okay, dann herzlich willkommen zu meinem Talk über digitale Öffentlichkeit. Ich freue mich, hier zu sein und euch ein bisschen Input zu geben. Das ist jetzt keine technologische Perspektive. Ich werde euch wenig über Programmierung sagen können. Ich möchte einfach mal aus einer gesellschaftlichen Perspektive auf das Thema Öffentlichkeit und was verändert sich durch die Digitalisierung gucken. Wenn man über digitale Öffentlichkeit reden möchte, dann muss man sich vorher eigentlich erst mal fragen, was ist Öffentlichkeit überhaupt? Und dann kann man dann sagen, Öffentlichkeit ist prinzipiell erstmal der Raum, in dem gesellschaftliche Themen diskutiert und Meinungen ausgetauscht werden. Das ist hier symbolisiert durch unsere schöne Wolke. In diesem Raum melden sich jetzt organisierte Sprecherinnen zu Wort, also zum Beispiel Politikerinnen, Unternehmen, Umweltorganisationen, Prominente, weil sie zum einen für ihre Produkte oder für eine Sache werben wollen und weil sie zum anderen ein großes Publikum für ihre Botschaften suchen. Dieser Austausch ist öffentlich, das heißt also übertragen auf unsere Wolkenmetapher, zirkulieren in dieser Cloud jetzt verschiedene Themen, Positionen und Ideen und wir können alle auf diese Cloud zugreifen und alle in dieser Cloud lesen oder hören oder sehen. Damit ist diese Öffentlichkeit ein ganz zentrales Moment für eine Demokratie, weil sie nämlich politische Themen und Entscheidungen für alle einsehbar macht. Das heißt, die Cloud zwingt Eliten, sich für ihr Handeln zu rechtfertigen und für Wählerstimmen zu werben. Das zentrale Merkmal von Öffentlichkeit ist dabei, dass sie über und in den Medien entsteht. Ja, was also nicht in den Medien präsent ist, davon bekommen wir als Bürgerinnen auch relativ wenig mit, wenn es jetzt nicht direkt vor unserer Haustür passiert. Vor dem Aufkommen der digitalen Medien waren Radio, Fernsehen, Zeitungen waren die zentralen Kommunikationskanäle, in denen sich diese öffentliche Debatte abgespielt hat. Und in dieser öffentlichen Debatte, in diesen Kommunikationskanälen, hat der Journalismus eine ganz besonders wichtige Rolle. Warum? Der Journalismus beobachtet, welche Themen jetzt gesellschaftlich relevant sind, er stellt uns diese vor und das ist jetzt ganz wichtig, er ordnet sie für uns ein. Ja, Beispiel Corona, es wird nicht nur darüber berichtet, wie viele neue Fälle gibt es, sondern der Journalismus erklärt uns, was bedeutet das jetzt für unsere Wirtschaft, für unser Arbeitsleben, für unser Gesundheitssystem, generell für unser Zusammenleben insgesamt. Der Journalismus ist in dieser Öffentlichkeit jetzt relativ mächtig. Und zwar ist es der Journalismus, der entscheidet, welche Sprecherinnen mit welchen Themen Zugang zu den Medien bekommen. Ja, also es ist eine Zugangskontrolle zu dieser Öffentlichkeit. Diese Aufgabe ist ungefähr vergleichbar mit der eines Türstehers vor einem Club. Ja, wenn ihr euch das jetzt mal vorstellt, der entscheidet, wer rein darf, wer draußen bleiben muss. Und das machen letzten Endes Journalisten auch, indem sie sagen, okay, diese Organisation nehme ich mit auf in meinen Beitrag, Politiker XY nehme ich jetzt nicht mit einem Statement mit rein. Die Rolle von uns als Bürgerinnen und Bürger in dieser klassischen Öffentlichkeit ist jetzt eher eine passive Rolle. Wir beobachten, ja, wir beobachten, was in dieser öffentlichen Diskussion passiert, was dort erzählt wird. Wir sind das Publikum für diejenigen, die politisch handeln oder bestimmte Ideen haben und die umsetzen wollen. Wir beteiligen uns aber meistens selbst nicht aktiv an dieser Öffentlichkeit über Fernsehen, über Radio und über Zeitungen. Die Digitalisierung und der Medienwandel, die bringen da jetzt einige Neuerungen, die diese grundlegenden Rollen und Abläufe in der Öffentlichkeit verändern. Zum einen sind das erstmal technologische Neuerungen. Was passiert da? Wir haben natürlich einerseits die neuen medialen Plattformen, hier vor allen Dingen die sozialen Netzwerke als neue Kommunikationskanäle, in denen Themen diskutiert werden können. Zum anderen werden Informationen heute fast in Echtzeit verbreitet. Also wenn irgendwo auf der Welt was passiert, dann finden wir innerhalb von kürzester Zeit dazu im Netz Informationen. Das war und ist bei den klassischen Medien anders. Ja, hier gibt es zum Beispiel einen Redaktionsschluss, weil eine Zeitung muss eben gedruckt werden. Ja, aber auch die Informationsmenge verändert sich durch die Digitalisierung rasant. Also wenn ihr jetzt an eure Trefferlisten bei einer Google-Suche zum Beispiel denkt, das ist eine riesige Fülle an Treffern, die ihr da bekommt, man muss sich dann aber doch irgendwie immer so ein bisschen durchklicken und durchwühlen, um ein Gespür dafür zu bekommen, was sind denn für mich jetzt die relevanten Informationen. Das heißt, der Medienwandel verändert die Spielregeln von der Informationsvermittlung. Wir haben jetzt personalisierte Feeds und diese Feeds basieren auf unseren persönlichen Interessen und auf dem Surfverhalten, das getrackt wird.
Unternehmen, Parteien, Lobbyverbände und so weiter bieten online zielgruppenspezifische Inhalte für speziell themengebundene Spezialpublika an. Das zeigt sich jetzt zum Beispiel am Phänomen Dark Ads. Ich habe euch hier eine mitgebracht. Was sind Dark Ads? Das sind personalisierte Werbeanzeigen oder Postings, die einer ganz bestimmten Zielgruppe zugespielt werden, weil die Kommunikatoren vermuten, dass die User sich für dieses Thema interessieren könnten. Der Rest der Öffentlichkeit oder der Rest von Facebook oder Instagram oder so bekommt diese Anzeige nicht zu Gesicht, deshalb Dark Ad. Darüber hinaus bieten soziale Medien jetzt die Möglichkeit, in geschlossenen Gruppen sich auszutauschen, die jetzt für Nichtmitglieder nicht einsehbar sind. Und damit bleibt man unter Freunden oder Gleichgesinnten. Ja, das wären so die technologischen Neuerungen. Wir haben aber auch ein paar soziale Neuerungen. Digitalisierung bringt auch soziale Veränderungen in der Öffentlichkeit. Als User sind wir im Web 2.0 kein passiv beobachtendes Publikum mehr, das nur noch Beiträge aufnimmt, sondern wir können online ganz aktiv an der Debatte teilnehmen. Wir können liken, wir können sharen, wir können Kommentare abgeben und wir können sogar eigene Inhalte produzieren und damit selbst zu Sprecherinnen in der Öffentlichkeit werden. Wenn ihr jetzt an unsere Cloud denkt, die Wolke vom Anfang, durch die digitalen Medien haben wir dann nicht mehr nur Lesezugriff, sondern wir haben jetzt sehr umfassende Schreibrechte im Internet als User. Dadurch finden auch neue Sprecherinnen Zugang zur Öffentlichkeit, zum Beispiel Blogger, Influencer, aber auch Bewegungen wie Fridays for Future haben jetzt hier plötzlich neue Zugänge zur Öffentlichkeit. Und wir haben als dritte wichtige Veränderung vielleicht noch die Möglichkeit der direkten Kommunikation zwischen den Sprecherinnen und zwischen den Usern. Nochmal zurückdenken an die klassische Öffentlichkeit. Da mussten Sprecherinnen immer die harte Tür des Journalismus passieren, wenn sie öffentlich gehört werden wollten. In den sozialen Netzwerken wird diese Türsteherrolle jetzt aufgeweicht. Ja? Also wir können Sprecher jetzt als Sprecher direkt den Zugang oder den Kontakt zu Usern suchen und damit die Zugangskontrolle durch den Journalismus so ein bisschen umgehen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, dass man online natürlich ein größeres und auch ein internationaleres Publikum erreichen kann als über die klassischen Medien, die ja meistens noch an nationale und sprachliche Grenzen gebunden sind. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Donald Trump hat auf Twitter 28 Millionen Follower. Greta Thunberg hat auf Instagram knapp 10 Millionen Follower. Im Vergleich dazu, die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel hat 2019 pro Tag 290.000 Ausgaben verkauft und die Tagesschau hatte am Anfang des Jahres eine Quote, also eine Zuschaueranzahl von 5,2 Millionen. Ja, also dass man das mal so ein bisschen vielleicht in Relation sieht, wen man über die digitalen, die neuen Medien erreichen kann und was der klassische Journalismus an Zielgruppe mit den Formaten erreicht. Diese Veränderungen bringen jetzt gewisse Chancen, aber gleichzeitig auch Herausforderungen für digitale Öffentlichkeit. Fangen wir mit den Chancen an. Zum einen ist diese Vielfalt an Informationsquellen erstmal eine super Sache. Ja, also wenn ihr an Diktaturen denkt, dann bietet das Internet jetzt neue Möglichkeiten, um offizielle Informationen und Sprachregelungen zu hinterfragen. Aber auch in Demokratien bietet uns das Internet ganz neue Möglichkeiten, um Missstände oder Unklarheiten aufzudecken, wenn ihr jetzt mal an WikiLeaks denkt oder an Football Leaks. Ja? Das heißt, das Internet stärkt letzten Endes die Kontrollmöglichkeiten, dass man den Mächtigen, den Politikern oder auch den Wirtschaftsbossen vielleicht mal auf die Finger schauen könnte. Und diese direkte Kommunikation mit den Eliten ist auch eine neue Chance zum Austausch, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Politik muss dann wieder stärker auf Bürger reagieren. Ich habe hier als Beispiel mitgebracht die Facebook-Webseite des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Der postet vielleicht jetzt nicht immer selber auf irgendwelche Bürgeranfragen, aber er hat ein Editorial Team, also einen Kommunikationsstab, die das übernehmen Entschuldigung, und entsprechend auf Kommentare oder Bürgeranfragen eingehen. Was vielleicht nochmal zentral ist, diese systematische Beteiligung des Publikums in den sozialen Netzwerken. Das bringt eine Machtverschiebung, ja, zugunsten der Bürgerinnen und Bürger. Das macht den Austausch demokratischer, weil die Informationen eben nicht mehr nur einseitig von oben nach unten fließen, sondern weil jetzt beide Richtungen möglich sind, von oben nach unten, aber auch von unten nach oben. Und das bietet jetzt gerade zum Beispiel sozial benachteiligten Gruppen neue Möglichkeiten,
sich öffentlich zu Wort zu äußern. Ja, wenn ihr euch hier anguckt, Beispiel Hashtag Bewegung MeToo, unter diesem Hashtag haben Betroffene weltweit auf sexuelle Belästigung aufmerksam gemacht. Und das ist eine ziemlich große Hashtag-Bewegung geworden. Es gibt aber natürlich auch ein paar Herausforderungen oder Probleme, die Digitalisierung und Medienwandel für Öffentlichkeit bringt. Und das steht, wenn man so jetzt sich umhört oder mit auch Politikern spricht oder in die journalistische Debatte hineinschaut, das bringt einige Probleme gerade mit sich. Und das wird sehr negativ gerade gesehen. Zum einen ist es für uns als Bürgerinnen und Bürger sehr schwer einzuschätzen, welche Informationen jetzt stimmen, die wir im Netz finden und welche nicht. Und welche Quellen dabei glaubwürdig sind und wer vielleicht versucht, uns mit falschen Informationen sogar zu manipulieren. Ja, Beispiel Fake News und Gerüchte, die verbreiten sich digital viel schneller als in der klassischen Öffentlichkeit, wo der Journalismus als Türsteher diese Informationen überprüft und einordnet. Ich habe hier Beispiel mitgebracht, eine Fake News zu Corona, die derzeit über WhatsApp sehr häufig geteilt wurde. Da ist die Sprache von über 10.000 Infizierten im Raum Göppingen. Das Layout, das ist das hier oben, das Layout ist angelehnt an die Wochenzeitung Die Zeit. Ja, wenn man auf der Website der Zeit nachschaut, dann findet man da auch ein Statement von der Redaktion, die das dementieren, dass diese Nachricht von ihnen kommt. Hat sich trotzdem sehr stark verbreitet. Das zweite Beispiel, ein Gerücht über eine vermüllte Straße nach einer angeblichen Fridays for Future-Demo in Innsbruck. Faktenchecker sind dieser Meldung nachgegangen und haben dann rausgefunden, diese Straße, die ihr hier seht, die liegt A nicht in Innsbruck, sondern irgendwo in Italien und B hat an dem Datum, wo das gepostet wurde, in Italien, in dieser Stadt auch keine Schülerdemo stattgefunden. Ja, also es ist ganz klar auch hier wieder ein Versuch, falsche Informationen in den Umlauf zu bringen. Darüber hinaus haben wir jetzt im Internet durch die vielen kleinen Gruppen, durch die vielen Boards, die Möglichkeiten über soziale Netzwerke auch in kleineren Gruppen zu kommunizieren, haben wir eine Zersplitterung vom Publikum in immer kleinere Gruppen. Das kann im Extremfall, könnte das in Echokammern enden, das heißt, dass User sich nur noch mit Gleichgesinnten austauschen und mit gegenläufigen Meinungen gar nicht mehr in Berührung kommen. Diese Gefahr ist in Deutschland momentan noch geringer als zum Beispiel in anderen Ländern, weil unser Mediensystem durch eine sehr vielfältige Zeitungslandschaft und durch einen starken öffentlichen Rundfunk uns da noch ein Stück weit schützt, weil es gesellschaftlichen Austausch ermöglicht. Ja, also selbst wenn uns die Themen vielleicht jetzt nicht so interessieren, wir kommen mit den Themen, die für andere gesellschaftliche Gruppen relevant sind, in Kontakt. Ein weiteres Problem oder eine weitere Herausforderung ist das Stichwort Datenschutz. Ja, Internetfirmen gehen zum Teil recht sorglos mit unseren Daten um und tracken unser Surfverhalten. Und das kollidiert ein Stück weit mit dem Recht auf digitale Selbstbestimmung und Sicherheit von privaten Daten im Internet. Also auch das ist gerade eine große Herausforderung von digitaler Öffentlichkeit. Und als letzten Punkt vielleicht dann noch die Veränderung der Debattenkultur. Also wir haben derzeit eine Verrohung durch Shitstorms, durch Hate Speech. Das heißt also, Hate Speech ist die Abwertung von einzelnen Gruppen. Habe ich hier auch ein Beispiel mitgebracht. Hier ein Hasskommentar gegen einen Politiker. Und wir haben jetzt technische Möglichkeiten, wo man versuchen kann, bei einer kontroversen Debatte die Deutungshoheit zu gewinnen. Zum Beispiel durch Bots, durch gekaufte Likes oder indem man Kommentarkampagnen versucht zu organisieren. Ja, das sind also alles Herausforderungen, vor denen man jetzt steht, wenn es um die Öffentlichkeit geht. Was heißt das jetzt genau für die digitale Öffentlichkeit? Auch die digitale Öffentlichkeit entsteht über und in den Medien, vor allen Dingen eben über die sozialen Netzwerke. Und das Besondere an der digitalen Öffentlichkeit ist, dass soziale Medien die Beteiligungsmöglichkeiten des Einzelnen erhöhen können, aber auch von benachteiligten Gruppen. Soziale Medien verschieben das Machtgleichgewicht in der öffentlichen Kommunikation. Ja, die Bürgerinnen und Bürger können sich jetzt selber an Debatten beteiligen. Das wird hier so ein bisschen am Bild der Wolken deutlich. Wir haben nicht mehr eine große Wolke, auf die alle Lesezugriff haben, sondern wir haben jetzt verschiedene kleine Wolken, wo man auch Schreibzugriff drauf hat. Wir haben aber parallel dazu ja noch die klassische Öffentlichkeit, wo wir auch da wieder den gesellschaftlichen Austausch haben. Und Social Media stärken letzten Endes die Kontrollmöglichkeiten der einzelnen Bürger, weil wir mehr Informationen überprüfen können online. Aber
muss man auch sagen, derzeit erfüllt diese digitale Öffentlichkeit noch nicht das Versprechen einer echten Demokratisierung, sondern da stehen vor allen Dingen gerade einige Probleme, die man als Gesellschaft lösen muss. Ja, das ist Verrohung der Debatte durch Hasskommentare, durch Shitstorms. Das ist die schnelle Verbreitung von Fake News und damit auch die Frage, welchen Informationen und welchen Quellen kann man überhaupt trauen im Netz. Und es ist die Zersplitterung in viele kleine Teilöffentlichkeiten hier, die verschiedenen Clouds. Ja? Das heißt, insgesamt muss man schon auch bei allen Chancen, die soziale Medien bieten, das Manipulationspotenzial im Netz im Auge haben, weil es ist schon auffällig, dass häufig Gruppen, die teils gegen demokratische Werte verstoßen, gerade die nutzen soziale Medien sehr intensiv und versuchen auch, Jugendliche gezielt anzusprechen. Dabei werden aber oft die wahren Kommunikationsabsichten so ein bisschen verschleiert. Deshalb hier Augen auf, Quellen checken und die Informationen, die man im Netz findet, immer hinterfragen. Dankeschön.